Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen neuen Nerd News und ich muss mich mal ganz dolle entschuldigen. Eigentlich sollte die schon gestern kommen, allerdings hatte ich ein paar technische Probleme. Irgendwie wollte der die Videodatei nicht verarbeiten, dann ist das Programm immer wieder abgestürzt. Das scheint jetzt soweit gefixt zu sein. Ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt mit den zwei Themen, die ich noch aufgreifen konnte, noch eine etwas wertvollere News abgeben kann. Und ansonsten, bis gleich. Es ist mal wieder soweit. Ein PC-Spiel verschwindet von der Steam-Liste. The Last Remnant, das 2009 erschien, wird es ab sofort nicht mehr auf Steam geben. Auch der Publisher hat sich dazu überhaupt nicht geäußert. Man hat keine Begründung genannt. In den meisten Fällen liegt es allerdings an Lizenzproblemen. Und das wird auch in Zukunft mehrere neue digitale Spiele betreffen. Denn Musik, die man damals genutzt hat, darf man eventuell heute aufgrund der Lizenzen, die jetzt knapp 10 Jahre alt sind, nicht mehr verwenden. Das wird also immer häufiger vorkommen. Glücklich sind die, die es noch als Retail haben und ohne Steam-Code, die können es auf jeden Fall noch verwenden. Allerdings gab es The Last Remnant auch nur damals zusammen mit einem Steam-Code. Das heißt, das Spiel, wenn man es jetzt nochmal aktuell runterladen will oder kaufen will auf Steam, wird nicht mehr verfügbar sein und für immer in der Hölle der digitalen Spiele verschwinden. Sehr schade, finde ich, und ich hoffe jedenfalls, dass sich irgendwann mal die Leute klar werden, dass das nicht so ganz das Konzept der Zukunft sein kann. Oder vielleicht ist es denen ja auch egal. Ich würde mal wissen gerne, was ihr dazu meint. Xbox All Access ist nun bestätigt. Microsoft hat nun die Preise verkündigt, wo ihr eine Xbox One S bzw. eine Xbox One X mieten könnt und die gehört dann nach 24 Monaten euch. Für 22 € im Monat für eine Xbox One S oder für 35 € für eine Xbox One X gehört euch das gesamte Paket. Also das heißt Konsole, Xbox Live Gold und Xbox Game Pass in einem Paket. Dafür ist der Preis durchaus in Ordnung und nach 24 Monaten, wie gesagt, gehört die Hardware euch dann. Was haltet ihr von dem Paket? Ist das ein schlauer Schachzug? Ich finde allerdings schon, denn so kann man sich günstig noch eine Konsole ins Haus holen, die man vielleicht nicht so oft bespielt, aber hat Zugriff auf alle Spiele. Von der Xbox zur PlayStation, denn Sony hat heute die Titel für den September angekündigt, die bei PlayStation Plus enthalten sind. Und die Hauptdinger sind sozusagen Destiny 2 und zwar schon ab heute verfügbar, beziehungsweise ab gestern, also ab dem 29. August. Und als zweites God of War 3 Remastered. Und das sind auf jeden Fall vernünftige Titel. Dazu gibt es noch ein paar Indie-Perlen obendrauf. Auf jeden Fall ein schönes Paket. Und Destiny 2 ist ja auch erst letztes Jahr erschienen. Ich denke mal, da hat man einen kleinen Deal mit Activision geschlossen, dass man das da noch ein bisschen pushen kann. Nintendo will auch nochmal die letzten abholen, die noch kein NES Classic Mini oder SNES Classic Mini haben, denn in Japan kommt demnächst wohl ein Doppelpack raus. Beide Konsolen in einem Paket, das heißt das NES mit Controller und das SNES mit zwei Controllern werden wohl dann erscheinen. Auf jeden Fall interessant, für welchen Preis steht noch nicht ganz fest, aber kann man durchaus machen. Ob das Ganze in Amerika und Europa erscheinen wird, ist nicht ganz klar und ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass endlich mal das dritte im Bundle dazu kommt, denn vom N64 Mini ist noch keine Spur. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die anderen beiden Konsolen auch erst kurz vor Release angekündigt wurden. Es wird langsam allerdings auch Zeit. Diablo 3 in der Eternal Edition wird definitiv von dem Cloud Save Feature der Nintendo Switch Gebrauch machen, denn der Spielstand wird tatsächlich automatisch hochgeladen und kann somit auf andere Konsolen transportiert werden. Finde ich auf jeden Fall ein gutes Ding, denn das sollten viel mehr Spiele automatisch unterstützen, wenn man das Feature denn mit dem Nintendo Online Service freigeschaltet hat. Für viele ein Highlight, für mich eher ein bisschen unrelevanter, allerdings will ich es trotzdem nochmal erwähnt haben, Monster Hunter Generations ist nun ab sofort auf der Nintendo Switch verfügbar. Und mich würde mal interessieren, seid ihr Monster Hunter Fan, könnt ihr was damit anfangen? Bei mir ist die Marke bisher völlig vorbeigegangen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall einige Freunde auf dem Markt hat. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, das Nintendo Direct Nindies Showcase für den Sommer 2018. Viele haben ja gemeckert, da wurden nur Kackspiele vorgestellt, aber seien wir mal ehrlich, Nindies, das hat nicht umsonst den Titel Indie im Namen.
da sind natürlich nur Indie-Spiele, aber dafür gab es auf jeden Fall ein paar interessante. Eins meiner Highlights ist zum Beispiel Hyper Light Drifter und das sieht echt interessant aus, das Ding. Das zweite Ding, was mir sehr gut gefallen hat, ist Towerfall und das kann ich euch nur empfehlen, denn das habe ich stundenlang mit Freunden auf der PlayStation 4 gespielt und das macht echt Bock, das Game. Untitled Goose Game hat mir besonders gefallen, weil dieser Humor in diesem Spiel einfach so treffend ist. Ihr spielt eine freche Gans, die Leuten Sachen stiehlt oder die nur Scheiße anstellt, so wie es Tiere eigentlich auch manchmal machen. Auf jeden Fall eine schlaue Idee. Außerdem wurde noch das Release-Datum von Undertale bekannt gegeben, der 18.09. ist es nun soweit. Da könnt ihr auf Amazon natürlich auch vorbestellen, habe ich euch unten verlinkt. Und als guter letzter Punkt, Into the Breach wurde nun offiziell für die Nintendo Switch released und ist ab sofort downloadbar. So eine Art Advance Wars für Leute, die auch unterwegs mal spielen wollen, so wie Advance Wars ja schon immer mal war. Ein letztes Thema haben wir allerdings noch und das ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Nintendo wird noch eine zweite Special Edition von Super Smash Bros. Rausbringen. Die enthält das Spiel in einem Alu-Case und den Nintendo Switch Pro Controller im exklusiven Smash Design. Momentan ist er noch nirgendwo aufgetaucht, außer bei Mediamarkt in Deutschland. Das Ganze wird allerdings auch ein bisschen teurer mit 74,99 €. Ich finde den aber richtig schick auf jeden Fall. Einen kleinen Teaser gibt es noch von meiner Seite aus, denn es hat sich einiges geändert. Die Stream-Zuschauer wissen schon Bescheid. Allerdings kann ich es noch nicht so breit reden, aber es wird demnächst einiges auf euch zukommen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.